Marc Lüth die schwierige Saison für den SCB. Und jetzt die Trainerentlassung zu dem Zeitpunkt. Was hat Sie jetzt dazu bewogen, diesen Schritt zu unternehmen? Ja, wir sind am letzten Wochenende nicht weitergekommen. Wir sind immer noch dort, wo wir nicht sein wollen, unterm Strich. Die Mannschaft hat jetzt lange Zeit gehabt, sich selber aus den Anfangsmiseren, die wir erlebt haben, raus zu befreien. Das ist nicht gelungen. Mit Ausnahme von 5 Spielen Ende Dezember haben wir immer und immer wieder verloren. Wir sind näher zum Schluss gekommen, dass wir, wenn wir einen Wechsel machen wollen, den jetzt machen müssen. Wir haben lange diskutiert, wollen wir einen Wechsel machen, wollen wir nicht. Trauen wir dem Kari zu, dass er die Mannschaft aus dieser Krise herausführt oder nicht. Wir sind näher zum Schluss gekommen, dass es Leute gibt, die kriserprobter sind. Der Kari hat sehr viel Gutes für die Organisation gemacht, wirklich viel. Und wir sind endlos dankbar für alles, was er gemacht hat. Aber wir trauen ihm im Moment nicht zu, dass er uns aus dieser Krise herausgeführt hat. Haben Sie ja gerade 2-3 verschiedene Sachen angesprochen, unter anderem auch die Mannschaft. Die steht jetzt natürlich in der Pflicht, oder? Ja, die steht eigentlich seit Anfang der Saison in der Pflicht. Die hat nach den 3 Jahren, die wir hatten, hat die sicher einen kleinen Meisterblues gehabt am Anfang. Hat nachher den Weg nicht gefunden, aus dem Loch raus. Und jetzt müssen wir halt nochmal einen Impuls geben, dass es allenfalls kann klappen kann, dass wir die Playoffs noch machen können. Sie holen einen erprobten Trainer, wenn es um solche Situationen geht, auch einer, der schon Erfahrung hat beim SC Bern. Können Sie uns vielleicht kurz erzählen, wie ist der Kontakt standgekommen mit Hans Kossmann? Wie schnell ist das über die Bühne gegangen? Gut, Hans ist ein Mann, der eine SCB-Vergangenheit hat. Wir zwei haben auch eine Vergangenheit zusammen. Er ist, als er zurück in die Schweiz kam, habe ich ihn damals geholt zum SCB, weil er bei Lausanne in Nazi B war. Und seitdem haben wir eigentlich den Kontakt nie verloren. Und jetzt ist die Situation gekommen, wo wir ihn wirklich brauchen können. Und ich bin überzeugt, dass er zusammen mit dem Lars Leuenberger und den bisherigen Assistenten einen Weg findet, dass wir die Playoff-Qualifikation machen können. Das ist auch ein spannender Aspekt mit dem Lars Leuenberger. Der ist auch erprobt in so einer Situation und hat das Ruder schon umreissen können. Das wäre keine Option gewesen, jetzt im Moment ihn als Head Coach an die Bande zu stellen. Ist er einfach Teil des Teams, weil er das auch kann? Ja, ich glaube, wir müssen im Moment alles Know-how, das wir haben, im Eishockey-Bereich müssen wir zusammenführen. Der Lars hat ganz unbestritten seine Qualitäten. Vielleicht ist es so ein bisschen nach dem Senioritätsprinzip gegangen, dass der Hans Kossmann, der älter ist von Beten, jetzt die Mannschaft führt. Aber der Lars war in den letzten paar Jahren auch nicht in der Bande gewesen, und das war eigentlich auch mit der Hauptgrund gewesen, dass der Hans das Kommando übernimmt, aber der Lars mit an Bord ist. Jetzt haben wir während der Saison schon punktuell versucht, Impuls zu geben. Der Sportchef ist natürlich immer gefordert in solchen Situationen. Der Sportchef steht aber auch in der Kritik. Was können Sie zur Personalie Alex Schatler sagen? Ja, wir haben ja schlechte Ausländer und eine schlechte Mannschaft. Immerhin sind wir mit diesen Ausländern und mit dieser schlechten Mannschaft letztes Jahr Meister geworden. Ich habe heute auch gelesen, dass das Zufall soll gewesen sein. Oder nur dem Kari zu verdanken. Ich glaube, es war ein Teamwork gewesen. Wir haben nie die individuell beste Mannschaft gehabt, aber wir haben immer eine gute und kompetitive Mannschaft gehabt. Eine Mannschaft, nämlich ein gutes Teamgefüge. Ich glaube, das haben wir immer noch. Wir haben nicht die besten Individualisten, aber wir haben eine gute Mannschaft. Jetzt stehen zwei ganz wichtige Partien an. Vor dieser Pause muss ich schnell nachschauen, Ambri und Langnau, so ist die Reihenfolge, Strichkampf pur. Was erhoffen Sie sich jetzt für einen Auftritt von der Mannschaft in diesen zwei kapitalen Matchen? Ja, ich glaube, die Emotionen gefordert, es ist Vollgas gefordert und die Jungs müssen sich eine Nase nehmen, sie müssen jetzt zeigen, was sie drauf haben, die Rollen werden neu verteilt, jeder kann beweisen, was er kann und ich bin überzeugt, dass die zwei Neuen die notwendigen Emotionen werden können wecken können und vielleicht schaffen wir es vor der Nazi-Pause, neue Besen kriegen gut, das wäre top und dann haben wir 10 Tage Zeit, die Nazi-Pause für das ganze Gefüge neu aufzustellen. Abschließend noch Frage zu Ihnen, Herr Lüthi. Jetzt sind die 3 Jahre sehr erfolgreich gewesen. Quali-Siege 3-mal, 2-mal Meister. Für Sie sehr eine ruhige Zeit vielleicht, was sportlich angeht. So zumindest sieht es von uns aus. Wie erleben Sie die Tage im Moment, die Woche im Moment beim SCB? Ja, das ist nie eine erfreuliche Zeit. Und wenn es geht um Menschen und wenn man Menschen muss freistellen, wie wir jetzt die Karriere müssen freistellen, dann macht das sowieso nie Spass. Und wenn es noch jemand ist, der so viel Gutes gemacht hat für die Organisation, dann macht es umso weniger Spass. Aber das gehört zum Geschäft und ich bin ja nicht erst seit gestern dabei. Danke vielmals und viel Erfolg. Merci.